der Gast, der jetzt auf mich wartet und auf Sie. Sie ist im Herzen eine, also wirklich zutiefst überzeugte Sozialdemokratin, aber wie es der SPD jetzt geht, das muss sie mit ein bisschen Distanz sehen, denn buchstäblich sitzt sie über den Dingen. Sie sitzt nämlich da, wo das Parlament präsidiert. Sie ist die Parlamentspräsidentin. Damit hat sie das zweitwichtigste Amt im Staate und ist heute zu Gast hier. Bundestagspräsidentin Bärbel Baas. Herzlich willkommen. Hallo, Frau Baas. Hallo. Schön. Hallo, Frau Baas. Sie haben mal, um mit etwas Leichtem anzufangen, erzählt, dass Sie für dieses Amt extra Ihr Englisch aufpoliert haben. Hier sind Bilder von einer Gelegenheit, wo ich dachte, das hat dann wahrscheinlich gefruchtet. Staatsbesuch des Königs aus Großbritannien. Charles ist da, Camilla war da. Ist das für Sie inzwischen Routine, so eine Begegnung? Routine ist das nie, wenn ich das mal so sagen darf für mich. Ja. Weil das sind immer natürlich besondere Staatsgäste, auf die man sich auch immer individuell vorbereitet. Und insofern war das natürlich nicht nur für mich persönlich, fürs ganze Haus eine Aufregung. Also ich merkte morgens, als ich reinkam an der Pforte, es war eine ganz andere Stimmung. Mhm. Irgendwie waren alle aufgeregt, heute ist ein besonderer Tag. Mhm. König kommt. Und wie bereiten Sie sich dann auf so einen Tag vor? Was genau machen Sie dann? Na, ich habe natürlich auch ein tolles Haus, eine tolle Verwaltung. Wenn ich das mal so sage, ich kriege so dicke Ordner, da stehen sämtliche Drahtberichte, die man so auch zum Land lesen kann, wer mit wem in der Vergangenheit was besprochen hat. Ich gebe zu, dass ich nicht alles bis immer ins kleinste Detail lese, aber natürlich macht man sich nochmal schlau, was sind so die bilateralen Beziehungen, welche Themen waren die letzten, die interessant waren. Und lässt man lieber weg? Ja, auch. Kriegt man ein Briefing, Muss man aber auch, eigentlich eher umgekehrt, sondern es wird schon gesagt, was muss man unbedingt ansprechen, was ist auch wichtig, weil ich sage auch, unter Freunden muss man auch kritische Dinge ansprechen. Okay. Und deshalb weglassen ist eher nicht die Devise, sondern im Gegenteil auch aktiv ansprechen. Es gibt auch ungebetene Besuche am Reichstag. Die Bilder, die wir jetzt sehen, haben viele noch in Erinnerung. Das war der August im Jahre 2020. Während einer Corona-Demonstration haben Extremisten versucht, in den Reichstag einzudringen. Sie waren noch nicht Parlamentspräsidentin. Zu diesem Zeitpunkt ist es Ihnen trotzdem so gegangen wie vielen, dass man dachte, irgendwas gerät da ins Rutschen. Wenn so ein Respekt für ein Symbol der Demokratie nicht mehr als solches gesehen wird? Oder ist das überinterpretiert und da sind einfach Demonstranten? Also es ist, glaube ich, nicht vergleichbar mit dem Sturm aufs Kapitol. Also das wird ja oft so als kleiner Sturm auf den Bundestag, war es in dem Sinne nicht. Also das kann man nicht vergleichen. Aber es ist trotzdem beunruhigend, dass eine Großdemonstration, alle haben das Recht zu demonstrieren, dann plötzlich so genutzt wird von Teilen. Man hat das ja gesehen und ich bin sehr froh, dass die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten so reagiert haben und sie eben auch nicht ins Haus gekommen sind. Insofern bin ich ganz froh, dass unser Haus auch gut geschützt ist. Mhm. Aber es ist doch beunruhigend, wenn plötzlich dann auch der Drang da ist, dieses Haus zu übernehmen oder, wie soll ich das ausdrücken, zu stürmen. Sie sind ja eine Weile dabei in der Politik. Was hat sich verändert eigentlich, dass solche Dinge dann doch möglich zu sein scheinen? Ja, das Thema Sicherheit beschäftigt mich in der Tat schon länger, auch bevor ich Präsidentin wurde. Ich war für die SPD-Fraktion seit 2013 Sicherheitsbeauftragte. Und wir beschäftigen uns ja immer wieder mit den Sicherheitsfragen von außen und von innen. Und von innen wurde es dann noch mal interessanter, natürlich ab 2017, muss man dazu sagen. Und natürlich dann auch unter Corona-Zeiten, wo die Gesellschaft insgesamt ein Stück aggressiver wurde, auch gespalten war oder auch zum Teil noch gespalten ist. Ich war ja damals dann auch noch zuständig für das Thema Gesundheit als stellvertretende Fraktionsvorsitzende in der schwierigen Pandemiezeit. Und man merkte richtig, die Gesellschaft war auch teilweise in zwei Teile zerrissen. Die einen, für die waren die Maßnahmen noch nicht hart genug und die anderen haben Corona entweder geleugnet, dass es das gar nicht gab, oder sie haben gesagt, die Maßnahmen sind überzogen. Also das war ja auch damals schon eine Spaltung während der ganzen Corona-Debatte und man merkt das bis heute, das ist nicht ganz ausgeheilt. Ja, und was man weiß danach, nach eben diesem Moment am Reichstag, ist, ein Teil der Täter war dem Verfassungsschutz bekannt, schon als Rechtsextreme und Reichsbürger. Und was danach passierte, ist, dass die Reichsbürger nicht gewaltsam eindringen mussten, weil sie eingeladen worden sind.
Also jedenfalls in kleinen Teilen. Gastgeber war die AfD, eine der Politikerinnen, die eingeladen hat, sitzt inzwischen in Untersuchungshaft, weil sie eben Teil dieser Reichsbürgerverschwörung war und ist jetzt eben in Untersuchungshaft und es kommt ein Prozess. Ist da nochmal eine Gefahr für die Demokratie, die Sie ernst nehmen, oder kann man sich entspannt zurücklehnen und sagen, wir sind eigentlich ganz gut gerüstet, es passiert schon nichts? Nein, das kann man so nicht sagen. Demokratie muss man immer schützen. Und man muss wachsam sein. Mhm. Und deshalb sind auch Veröffentlichungen über Medien, die bestimmte Erkenntnisse geben, für mich auch immer ein Alarmsignal, aufs Haus zu gucken. Sind alle Beschäftigten, alle, die sich im Haus aufhalten, sicher? Übrigens auch die Abgeordneten, sind sie sicher. Und deshalb ist das Thema auch nicht so einfach zu lösen. Selbst wenn ich Erkenntnisse habe, Abgeordnete nach dem Abgeordnetengesetz, sie haben freien Zugang, sie müssen ihr Mandat ausüben. Selbst wenn ich Erkenntnisse hätte, könnte ich nicht einfach sagen, du kommst ja nicht mehr ins Haus. Bei Mitarbeitern ist es anders. Da gibt es die Zuverlässigkeitsprüfungen, die wir durchführen. Ja. Wenn wir Erkenntnisse haben, kann ich mein Hausrecht ausüben in dem Sinne, dass ich sage, der oder die Mitarbeiterin bekommt keinen Hausausweis, kommt nicht ins Haus, aber der Abgeordnete ist frei in der Wahl seiner Beschäftigten. Er kann die Person trotzdem als Mitarbeiter einstellen. Ja, es gab jetzt gerade den Bericht von Kollegen vom Bayerischen Rundfunk, 100 Mitarbeiter in den AfD-Büros, in der AfD-Fraktion, seien eben Rechtsextreme, darunter gewaltbereite Verfassungsfeinde. Sie sagen, sie können die Hausausweise verweigern, aber da müssen Sie doch schon Handfestes in der Hand haben. Also was, so ist das, weil wir haben natürlich. Haben Sie da jetzt agiert auf diesen Bericht und wie ist die Prüfung? Ja, also wir haben auch mein Vorgänger Dr. Schäuble hat schon nach diesem kleinen Sturm auch die Maßnahmen verschärft. Also es war früher Usus, jeder Abgeordnete konnte 6 Gäste mit ins Haus bringen, weil man sagte, ja, der Abgeordnete wird schon wissen, wen er ins Haus bringt. Dann gab es diesen Vorfall mit Altmaier, wer sich noch erinnert. Das ist genau dieser gewesen. Genau, das war alles so in dieser Zeit, dann hat Wolfgang Schäuble schon. Es war eben auch da in dieser Corona-Reichsbürger-Ecke, genau. Und er wurde bedrängt einfach. Ja, und er hat dann eben auch schon da, ist schon reagiert worden damals, das weiß ich noch sehr genau, dass wir gesagt haben, jetzt müssen auch alle Besucher angemeldet werden. Spontanbesuche sind so nicht mehr möglich, weil einmal auch die Bundestagspolizei die Polizeiregister durchschaut, ob eine Gefahr droht, durch Besucher auch ins Haus zu kommen. Also insofern machen wir das schon. Und wir haben jetzt die Überlegung natürlich aufgrund der Erkenntnisse, dass wir haben, was bedeutet es eigentlich, wenn wir natürlich, übrigens die 100, die da in der Recherche sind, der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die haben nicht alle einen Hausausweis. Es sind zum Teil auch Wahlkreismitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ist nicht so, aber sie haben trotzdem Zugang dann. Das Problem ist, was wir jetzt auch prüfen, was die Sicherheitsbeauftragten, ich glaube, auch heute in der Sitzung hatten. Heute haben die getagt. Es gibt mehrere Vorschläge, dass man sagt, dass man zum Beispiel bei Zugang zu sicherheitsrelevanten Ausschüssen die Sicherheitsüberprüfung noch mal eine Stufe erhöht für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Zugang zu diesen Dingen haben. Wir lassen gerade prüfen, ob es möglich ist, wenn ich den Hausausweis versage, also ein Mitarbeiter und eine Mitarbeiterin nicht ins Haus kommt, weil dann auch der Zugang zu IT gekappt werden muss. Denn man kommt ja trotzdem übers Intranet an viele interessante Informationen. So, das ist im Moment in der Prüfung mit den Fraktionen. Das klingt jetzt alles sehr technisch, aber grundsätzlich haben Sie das Gefühl, dass die Bedrohungslage für, jetzt sage ich mal, das demokratische System, das Funktionieren eben auch des Austausches, dass das wirklich größer geworden ist? Wie ist Ihre Erkenntnis? Ja, weil also es ist schon größer geworden. Aber auf der anderen Seite, Sie haben gesagt, ja, es klingt sehr technisch, das stimmt. Ja. Ich bin jetzt für die Technik im Haus zuständig. Sie sind für die Sicherheit. Aber für die Sicherheit, und deshalb mache ich mir da auch jeden Tag Gedanken. Ich habe jetzt keine schlaflosen Nächte, weil ich den Vorteil zu vielen Landtagen zum Beispiel habe, dass ich 200 Polizeibeamtinnen und Beamte im Haus habe. Wir haben einen eigenen Polizeibezirk. Also es macht mich dann doch schon etwas ruhiger, weil wir eben auch im Haus die Sicherheit haben. Aber auf der anderen Seite habe ich auch gesagt, dass Technik und Politik und Rahmenbedingungen ist das eine, aber eine Demokratie lässt sich auch nur über die Menschen schützen, über die Gesellschaft. Und deshalb bin ich sehr froh, dass nachdem ich ihm zum Jahreswechsel mal gesagt habe, mir ist die Gesellschaft zu leise, dass doch dann so viele Demonstrationen stattgefunden haben, wo Menschen nicht gegen etwas demonstriert haben, sondern für die Demokratie demonstriert haben. Und das wiederum macht mir sehr, sehr großen Mut. Sie sind ja Parlaments Präsidentin
und können ja nicht so deutlich sich in die Debatten einmischen, aber Sie waren eben auch als Parlamentspräsidentin in der Ukraine. Wir haben Bilder, wie Sie die Ukraine besucht haben. Das war schon relativ früh und Sie waren die erste Repräsentantin Deutschlands dort. Sie haben den Präsidenten getroffen im Mai 2022. Sie sind aber eben auch in diese Vororte Butscha und Irpin gegangen, wo gerade kurz davor dann eben bekannt geworden ist, was da für Gräueltaten passiert sind. Wenn Sie diese Debatten im Bundestag dann hören und Sie sitzen dann da oben über die Frage Russland, Unterstützung. Wie neutral sind Sie? Naja, ich bin nicht ganz neutral. Ich gebe das offen zu. Aber wer ist das schon? Ich habe mich ja nach dem Besuch auch sehr früh dafür eingesetzt, dass die Ukraine eine Perspektive für die Europäische Union bekommt. Ja. Da war es auch in meiner Partei noch sehr umstritten. Mhm. Aber ich war einfach davon überzeugt, denn wenn wir es zulassen, dass durch Gewalt Grenzen verschoben werden, Demokratien sich in Autokratien wandeln und 70% der weltweiten Bevölkerung leben in Autokratien, nicht in Demokratien, dann macht mir das insgesamt Sorge, nicht nur für Deutschland, sondern auch für Europa. Und deshalb bin ich ein Land, das sich so wehrt, da bin ich nicht neutral, sondern da bin ich ganz klar an der Seite der Ukraine. Mhm. Was mich allerdings stört, sind die öffentlichen Debatten um dieses Thema. Also wie weit wir in die Tiefe gehen, was wir als Bundeswehr noch leisten können, ja, nein, also dann brauche ich keine Spionage mehr. Das stimmt, ist alles da. Die kann ich mir dann schenken, wenn ich so öffentlich über Dinge debattiere, wo es um Strategie auch geht. Es ist ein Parlamentsheer, was wir haben in Deutschland. Ja, dass wir natürlich auch das, was wir beschließen, diskutieren, finde ich richtig, aber dass in sämtlichen Debatten ausgetauscht wird, wie lange wir noch Munition haben und wie viele Tage wir aushalten, wenn wir angegriffen werden. Also, dass das Menschen auch verunsichert, kann ich nachvollziehen. Aber darf ich... Und trotzdem muss ich Sie auch zu dem fragen, das ist der Ausschnitt, über den wir gerade gesprochen haben. Ich würde Ihnen gerne noch mal zeigen, man sieht Sie eigentlich nicht dabei, wenn Rolf Mütze nicht redet, aber achten Sie mal auf die Hände. Mhm. Ist es nicht an der Zeit, dass wir nicht nur darüber reden, wie man einen Krieg führt, sondern auch darüber nachdenken, wie man einen Krieg einfrieren und später auch beenden kann? Geht es nicht auch politisch um diese Fragen? Das sind Ihre Hände, die in den Papieren da hinter Rolf Mützenich oben eben auf dem Sitz agieren. Wie ging es Ihnen, als Sie das hörten? Als kleiner Insider, also man merkt wirklich an meinen Händen manchmal, wie es mir geht. Ja, Sie waren beschäftigt, sage ich jetzt mal, ne? Ja, weil es sind immer schwierige Debatten. Und ich habe schon auch gezuckt bei dem Wort einfrieren. Mhm. Auf der anderen Seite sage ich immer, wir müssen... Und das mache ich ja auch in den Gesprächen, in denen ich unterwegs bin. Wir müssen auch darüber reden, ob es uns gelingt, eine Friedensperspektive aufzubauen. Ja. Jetzt findet ja im Juni auch die Wiederaufbaukonferenz statt. Das geht ja auch in die Richtung. Ich hatte heute ein Gespräch auch mit der Botschafterin aus der Schweiz, die ja jetzt auch eine Konferenz, einen Gipfel machen wollen, eine Friedensperspektive auf Wunsch der Ukraine, die ja selbst gesagt hat, könnt ihr das in der Schweiz ausrichten als neutrales Land. Also insofern finde ich diesen Ansatz zu sagen, wir dürfen nicht nur über Waffengattungen reden, sondern wir müssen natürlich auch aufzeigen oder zumindest den Versuch unternehmen, können wir eine Perspektive aufmachen, aber entscheiden wird es am Ende Selenskyj und Putin, ob es möglich ist. Aber trotzdem, das kann man nicht von außen festlegen. Und trotzdem ist die Debatte im vollen Gange und die SPD hat eben Herrn Mützenich auf der einen und Herrn Pistorius auf der anderen Seite. Der sagt so Wörter wie kriegstüchtig. Der sagt, denkt darüber nach, die Wehrpflicht wieder einzuführen. Wie sehr, glauben Sie, sind wir fit für diese Art von Debatten in Deutschland? Wenn Sie schon sagen, bei Corona ist es schon ein bisschen außer Rand gekommen. Das sind ja auch existenzielle Fragen am Ende. Also ich glaube schon, dass ich das Bild, ich habe das mal bei mir selber so ausgedrückt, als ich in der Ukraine war. Ich bin ja auch jemand, ich bin im Frieden aufgewachsen, ich kannte überhaupt keinen Krieg, vielleicht aus Bildern oder aus der Geschichte heraus. Aber wenn man dann die Bilder sieht, in die Augen der Menschen guckt, dann kriegt man ein ganz anderes Gefühl dafür. Und ich habe für mich selber, ich war eine, die in vorderster Front Frieden schaffen ohne Waffen, würde ich auch jeden Tag wiederholen. Das muss auch das Ziel sein, dass wir alle in Frieden leben. Aber ich habe trotzdem bei mir im Kopf eine Zeitenwende gehabt. Also ich kann ja immer von Frieden reden, aber es hilft mir ja nicht, wenn andere böse auf der anderen Seite sind und mich nicht hören oder nicht auf mich hören. Das heißt, ich muss dann, und insofern hat das Ansehen der Bundeswehr ja auch eine ganz andere Rolle bekommen. Und das finde ich übrigens gut. Ich habe mit vielen Soldatinnen und Soldaten auch bei Auslandsbesuchen, wo ich war, versuche ich auch immer, wenn Bundeswehr stationiert ist, den Besuch dort zu machen als Bundestagspräsidentin. Und die sagen, diese Wertschätzung, die sie nie gehabt haben, also wenn sie wurden in Deutschland schief angeguckt, wenn sie
mit Uniform an der Bushaltestelle oder am Bahnhof stehen, so nach dem Motto, oh, Kriegstreiber, wurden beschimpft. Das hat sich gewandelt und das finde ich gut, weil es ist eine große Verantwortung und es ist wichtig, dass wir die Soldatinnen und Soldaten haben, die uns wirklich im Fall des Falles verteidigen können müssen. Mhm. Und dafür braucht es auch eine Wertschätzung für das, was sie tun. Und natürlich auch eine Ausstattung, da bin ich auch mittlerweile ganz fest von überzeugt, auch eine richtige Ausstattung und auch das nötige Material. Und ich würde jetzt nicht kriegstüchtig sprechen, das ist nicht meine Sprache, sondern wir müssen in der Lage sein, uns auch im Falle des Falles verteidigen zu können. So, und darum geht's. Schönes Wort zum Schluss dieser Sendung. Ich danke Ihnen sehr für diesen Besuch. Herzlichen Dank. Die Parlamentspräsidentin war zu Gast, Bärbel Bass. Schön, dass Sie da waren. Danke. Das war nur ein Gespräch aus dieser Folge von Maischberger. Die ganze Sendung gibt es in der ARD-Mediathek. Und da gibt es auch noch sehr viel mehr Folgen von uns. Ich hoffe, wir sehen uns.